Das ist sehr schön. Die Spannung steigt ein bisschen. Wirklich alles bestens? Ja. Du bist nicht nervös? Nee. Gar nicht? Aber macht sich schon Gedanken, hält alles, das ist so vom Fahrerischen her, es ist okay, da bin ich entspannt, aber es ist immer so, geht alles gut, da macht man sich schon Gedanken, ja. Ja, aber ich denke, der Mini ist ein robustes Auto und solange du niemanden reinknallst oder jemand anders dir reinknallst, ist eigentlich alles gut, finde ich. Vorbereitet sind wir gut, technisch ist alles auf einem guten Stand. Ganz Beste hoffen. Ja. Bist du guter Dinge, Uwe? Ja, schon, aber eben jedes Mal aufgeregt. Jetzt. Nach jetzt dem Grund wissen wir ja erstmal genau, was Fakt ist. Ja? Und entweder wir sagen, oder wir kriegen eben einen mega Schub und sagen, jo, plötzlich schlagen wir. Ich sag mal so, das Wichtigste ist ja drauf, das ist der Aufkleber und der Aufkleber hier und der Aufkleber hier, sind alle extrem wichtig. So. Die machen allein schon eine Sekunde schneller. Okay. Sonst wärst du bei 1,47 Lukas, wenn du die nicht hättest. Wir haben noch nur solche Aufkleber, da machen noch mehr drauf, ja. Da kommen wir ja auf die 1,40 schon. Ja, da schlägst du den Alten. Okay. Mit den ganzen Aufklebern. Da ja. Sind wir ja schon da, bevor wir losgefahren. Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ein Bruchteil einer Sekunde, da muss bloß Lukas noch so schnell reagieren können. Der kann gerade nicht lachen, dem geht gerade der Stift. Konzentrationsphase. Ja, ja. Das ist jetzt nicht meine gewöhnliche Routinefahrt, sondern wirklich hier und da eher ans Gas hängen. Ja, ich denke, in der zweiten und dritten Runde hast du dann schon Peak-Leistung, ja. Wenn du in der ersten direkt noch nicht warm fährst. Ne? Wir haben gerade über die Taktik gesprochen. Also der Lukas versucht gleich in den ersten 4-5 Runden alles rauszuholen und dann kommt er wieder rein, damit wir die Reifen ein bisschen schonen und dann wieder nehmen wir noch Fahrt. Das habe ich auch mal gesagt. Also okay. So schnell wie möglich eine Einführungsrunde, dass die Reifen, die kriegst du relativ schnell auf Temperatur jetzt hast. Ja. Und dann wirklich eine 1,45 steht oder eine 1,449 oder so. Klein. Kalt fahren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und geht er weiter beim Qualifying, ne? Lukas scheißt sich noch schnell in die Hose. Ganz tief innen. Philipp, machst du denn die Kamera mal noch fix an? Ja. Bevor es jetzt losgeht, man muss wirklich sagen, wir haben strahlend schönes Wetter. Ja, es ist warm, es ist 22 Grad und eigentlich könnte man sich keinen besseren Saisonauftakt wünschen, oder? Ja, vom Wetter her auf jeden Fall. Ja, jetzt warten wir auf die Ergebnisse. Stimmt. Läuft alles? Jetzt hören wir gleich nichts mehr. Gerade versäumt, die Durchfahrt zu filmen, also um für euch das Qualifying starten.
Stand, Übersteuern, irgendwas? Okay, sehr schön. So wie wir es eingestellt haben. Genau. Cool! Gut. Benzinpumpe könnte sein, das könnte Benzindruckregler, irgendwie sowas, oder? Ja. Muss man leider auslesen. Was ist passiert? Ist der einfach in Notlauf gegangen? Hat den Gas mal angenommen. Okay, also du bist quasi rausgefahren und dann erste Kurve eigentlich schon, oder? Ja. Weil wir haben keine Zwischenzeit gehabt. Was? Ist hier irgendein Fehler drin? Drosselklappenpotentiometer Sensor fehlerhaft. Was ist denn, wenn du es löscht? Dann muss der Motor zwar aus sein, aber... Ja, ich halte mal bloß Zündung aus. Zündung muss an sein, aber Motor aus. Also mach mal Zündung aus. So, jetzt Zündung wieder an. Läuft ja zumindest ruhig im Leerlauf. Dann wir wieder 40,2 Volt. Gib mal ein paar Gasstöße. Lukas, halt mal die Drehzahl mal bei 3000 und dann lass auf einmal Gaspedal los. Mach einen Kühlerlüfter. Ich habe hier bloß die zwei Fehler drin, die wir vorher auch hatten. Also einmal die Tempomat und einmal die Lambda-Sonde. Ja, die Lambda-Sonde ist bei denen immer so eine Was ist denn, müssen wir hier hin?
Muss man ihn hüllen. Ich sehe, da ist kein Fehler drin. Also, und er hat jetzt, der Lukas hat jetzt alles probiert, von unten raus hochbeschleunigt, ja. Durchgeschaltet und ausgedreht hat er auch. Ja, bis 6,5. Ja, bis 6,5. Sobald es ein bisschen Gas hochging, da nur noch spucken. Ich hat geguckt, Öllampe war alles aus und so, also da, deswegen bin ich weitergefahren. Ich hatte das überlegt, ob ich rausfahre, aber Temperatur war okay, Öl war okay, Lampe war nicht weiter an. War nur Motorlampe halt. Ja, wie gesagt, ich nehme dann vorsichtshalber den Laptop mit zum Rennen und dann muss er halt, wenn was passiert, muss ich halt löschen nochmal, ne, schnell. Ja, gucken. Bestenfalls passiert gar nichts im Rennen. Ja, natürlich im besten Fall, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. It's race time, kleines Update. Der Fehler ist wiedergekommen, wo wir vorhin eigentlich gefahren sind oder nicht wiedergekommen ist. Ich habe jetzt nochmal gelöscht, es läuft erstmal wieder normal. Und es kann sein, dass ich kurz vor dem Start dann nochmal löschen muss und wir hoffen dann, wenn der Mini erstmal läuft, dass er dann auch weiterhin so läuft. Schauen wir mal. Ja, dann mach aus. Dann kurz bevor du dann, also wenn du dann, bevor du anmachst, oder wenn du dann anmachst und er läuft nochmal scheiße, dann lösche ich nochmal schnell und dann dürfte er weg sein. Und ich glaube, dann sollte er das Rennen auch nicht wieder kommen erstmal. Das ist nur direkt, wenn du dann anmachst, glaube ich, hat das Problem. Ja. Zumindest hoffe ich das. Mal gucken. Wie gesagt, heute Nachmittag, Abend wechseln wir dann noch die Drosselklappe und dann sind wir morgen wieder bereit. Aber jetzt halt warten und hoffen. Wir haben noch 15 Minuten. Ein bisschen Vorbereitung. Bitte? Es geht nur ein bisschen Vorbereitung dann. Da geht's los. Ja. Also erst die Reihe, dann die Reihe und dann okay, es geht. Dann, also 13:42 werden die Motoren gestartet. 41. Zuerst fährt die rechte Reihe, dann die mittlere, dann unsere. Das heißt, du kannst dann schon mal anlassen und falls ein Fehler kommt, machst du aus, Zündung an, ich lösche den Fehler an, dann muss er laufen. Okay? Und dann hoffen wir einfach mal, dass es während des Mannes wieder kommt. So, letzte Worte vom Start. Ich weiß, du bist fokussiert und hast eigentlich gerade keinen Bock, aber es gehört dazu. Ja, angespannt. Wir müssen gucken, dass wir fahren können. Also ja, ja, ich weiß schon. Jetzt weniger erstmal, wie gesagt, erstmal abwarten und hoffen, dass es funktioniert. Ja. Wie gesagt, du dann machst alles dann weitere. Genau. Dein Vater fragt jetzt gerade, ob wir anlassen dürfen in der Startaufstellung. Wie gesagt, wenn er erstmal läuft, denke ich, wird er nicht wiederkommen. Es ist erst nach dem Start. Da kriegt er vielleicht eine Überspannung oder Unterspannung oder so und dann. Und? Das Auto muss nicht nochmal ausgemacht werden, ja, wenn es nicht überhitzt. Also dann mach lieber den Kühlerlüfter an. Genau, mach den Kühlerlüfter an und dann. Sprit ist genug drin, wenn es dran ist, lass es an. Das Auto durchhält. Das ist wichtig. Wenn, ja. Ich sag mal, der vertrauliche Lukas, den Rest macht der. Ja, ja, natürlich. Ja, okay, Lukas mal einen Wagen oder so. Nee. Wenn der eh zwei Runden gefahren ist und ist drin, dann. Ist halt so. Dann wird er ruhig, ja. dann fährt er sein Ding. Was halt schwierig ist und wo man sich wahrscheinlich selbst auch als Lukas dann gewöhnen muss, ist, wenn die lauter GT3-Fahrzeuge im Ohren fahren. Ja? Also das hat man ja jetzt auch am Freitag schon, am Donnerstag bei dem Training, dann darüber. Kommt eigentlich gut mit zurecht. Kommt gut zurecht. Ja. Ja. Er blinkt auf so einer Geraden, wo er sagt, ihr könnt jetzt links an mir vorbeifahren, setzt sich auf den Blinker. Wenn in der Kurve, kommt sie eh nicht vorbei. Wie gesagt, er muss jetzt für sich das ausblenden, dass das Auto eine Macke hat. Das ist eigentlich. Er muss halt ganz normal fahren, selbst wenn es dann so ist. Und er darf es nicht abwürgen. Beim Losfahren jetzt. Aber ich glaube, das macht er nicht. Wir fahren jetzt in der Einführungsrunde. Genau, ganz schön der Start. So, da vorne ist Startaufstellung. Steht Rolf Krepczyk, der Organisator der Serie. Ja, hallo und herzlich willkommen zur STT, zum Saisonauftakt hier in Oschersleben bei IDIA in äußeren Temperaturen. Neben mir ist STT-Organisator Rolf Krepczyk, um euch, liebe Zuschauer, mal einfach vor dem Livestream ein paar Eindrücke zu geben von dieser Serie STT, wenn Sie die noch nicht kennen. Hallo lieber Rolf, stell uns doch einfach mal in kurzen, knappen Zügen die STT ganz kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Die SCT besteht seit vielen, vielen Jahren. Wir sind im 36. Jahr unter gleichem Namen im Motorsport tätig. Wir bieten eine Plattform von kleinen Autos bis große Autos. Wir haben ein Alterspotenzial von 17 bis 80 Jahre. Also hier ist bunt gemischt und wir sind eine breite Plattform, die auch bodenständig bleibt und in der nächsten Zeit auch sein wird. Man muss heißt natürlich auch bezahlter Motorsport. Bitteschön. Ideale Voraussetzung. Man musste ein bisschen länger warten als ursprünglich angedacht durch die Corona-Pandemie. Jetzt geht es endlich los. Wie viel Vorfreude hast du persönlich auf die neue Saison? Also grundsätzlich muss man sagen, es war eine kluge Entscheidung vom ADAC, diese beiden ersten Monate herauszunehmen. Wir haben jetzt ganz andere Bedingungen und die Inzidenzzahlen sind da, wo wir damit leben können. Und insofern sind wir froh, dass es so passiert ist. Und die wahnsinnige Freude ist nicht nur bei mir da, aber auch eine Menge Aufregung, aber auch bei den Fahrern, die sich natürlich vorbereitet haben, aber schon manche Leute eben im Test ein bisschen überfällig sind. Und dann gibt es den einen oder anderen Ausfall halt. Ne? Trotzdem sind alle extremst heiß auf den Saisonauftakt. Danke dir für die ersten Eindrücke. Sehr gerne. Für die 30 Minuten, die uns nachher bevorstehen. Der Mann mit dem weißen Hemd, das ist der Organisator der Spezialtourenwagen Trophy. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und man steht bereit im Grid, um in Kürze dann hier in die Warm-up-Lab hineinzugehen. Uwe Alzen, Ulrich Becker, die erste Reihe und dann in der zweiten Reihe. Dort haben wir dann Jürgen Bender in der Chevrolet Corvette unterwegs, der C7 GT3R. Das ist ein Fahrzeug mit rund 6,2 Liter Hubrauminhalt, rund 600 PS, sagt man diesem Fahrzeug nach. Das ist der Meister von 2016 und das Feld setzt sich in diesem Moment hier langsam aber sicher in Bewegung. Ja, jetzt kommen alle so in Fahrt. Wir haben dann neben ihm stehen in der zweiten Reihe mit der Startnummer 75 Henk Thuis, den Niederländer. 76 Jahre ist er alt im 6,3 Liter Motor, einem Saugmotor. Mit der Chevrolet Corvette Motor ist er hier befeuert, der Pumax RT mit der Startnummer 75. In der dritten Startreihe dann mit der 22 ist es Josef Klüber, der Mann aus Bayern, aus Alzenau, der für Twinbusch bei Kip Vitesse an den Start geht im AMG Mercedes. Und neben ihm dann positioniert Marc Gassner, den Kemptner, ehemaliger Werksfahrer bei Nissan gewesen, Sieger der Nissan GT Academy im Jahr 2014 im 458er Challenge Ferrari. Siebte Position an die Startnummer 15, den Leipziger Michael Golz im Lamborghini Huracan. Achter Startplatz geht dann an die 14. Das Fahrzeug, was wir heute auch schon in der NATC gesehen haben. Robert Atzberger, der Bayer aus Straubing im KTM Crossbow GTX. Und mit der 103 haben wir dann das schnellste Fahrzeug aus der Division 2, den KTM Crossbow GT4 mit Ralf Ott. Die nachfolgende Reihe wird eröffnet vom zweitschnellsten Auto aus der Division 2, Max Frederik Grun. Das ist ein 21-jähriger Niedersachsen-Mechatroniker von Beruf im Audi R3 LMS. Und der hat es dann zu tun mit einem Jörg Lorenz, der schon viele, viele Jahre in dieser Serie auf dem Porsche DP 935 mit von der Partie ist. 13. Startplatz, bleiben dann in der Klasse der Division 2 Fahrzeuge im VW Golf GTI Cup. Das ist ein Fahrzeug mit 400 PS. Stefan Schäfer, der Bayer, ist hier auf der 13. Position. Division 3, dort damals bestplatzierte Fahrzeug mit Ralf Glatzel und dort hinter Dominik Ruhn, Nick Deißler, Lukas Baude, Steffen Schwan. Jetzt aber Konzentration auf den Start. Alzen, Becker, Bender, Thuis. So heißt es hier in den ersten beiden Startreihen. Die Ampel ist 30 Minuten und sofort reicht die Pumax des Niederländers. Henk Thuis an, versucht hier auf die zweite Position zu gehen, setzt sich neben den Jumpen des vorhin platzierten Audi und er geht auch hier im Moment vom Platz 4 auf Platz 2. Henk Thuis ist vorbeigezogen und da gibt es Probleme für die 14 und das ist der 8. des Qualifyings. Das ist der erste Dreher, den wir hier leider zur Kenntnis nehmen mussten. Der Mann, der die KTM Crossbow GTX hier pilotiert, das ist Robert Atzberger. Der muss jetzt, wenn am Fahrzeug alles in Ordnung ist, eine Aufholjagd starten. Und jetzt geht hier die Post ab. Und zwar vorne fährt einer dem Feld sofort auf und davon. Im Training 3,3 Sekunden schneller unterwegs gewesen als der Rest des Feldes. Uwe Alzen und die Pumax von Henk Thuis bekommt sofort Gesellschaft vom 5er Auto von Ulrich Becker im 997er. GT3 Porsche setzt sich schon einmal formatfüllend Richtung des rechten Außenspiegels ins Benehmen vorbeizuziehen. Aber noch konnte
der 76-jährige Niederländer die Attacken abwehren, die zunächst einmal geritten worden sind von eben dem Verfolger im Porsche. Einer lässt ihm hier keine Ruhe und das ist das Viererauto. Das ist dann die Chevrolet Corvette mit Jürgen Bender. Hat im Winter ein bisschen Facelifting an diesem Fahrzeug betrieben, hat einige Kohlefaseranbauteile dort reingebaut. Hat einiges zwei Fahrzeuge durch, geht jetzt auch hier an diesen wunderschönen Fahrzeugen vorbei. Hier im Bild mit der Startnummer 201 haben wir ja auch eben gesehen, den Ford Fiesta von der Glatzel Racing Mannschaft. Ralf Glatzel, Teamchef und Fahrer in Personalunion. Und da gibt es leider den Ausflug der 202. Nick Deisler, dieses Fahrzeug wurde erst im Winter in 3-4 Monaten aufgebaut zu einem Rennfahrzeug, war ein Fahrzeug gewesen, aus der normalen Serie, hat es gekauft, gebraucht, gekauft, dann mit seinem Team umgebaut. RS3 LMS, er also hier sauber unterwegs. Und wen haben wir da? Das dürfte der Leader im Klassement sein. Wenn mich da nicht alles täuscht, möchte das gar nicht allzu laut aussprechen, haben wir hier momentan Probleme für die Startnummer 1, für Uwe Alzen. Ich hoffe, da gab es nur ein kurzes Elektronikproblem, dass der Reset-Knopf das Ganze wieder hergerichtet hat, denn jetzt hat er wieder freie Fahrt aufgenommen. Uwe Alzen im H und der Spezialfedern Audi ist er hier unterwegs. Geht die Reise für ihn weiter? Wird er hier nach dieser Runde in die Box hineinkommen? Gibt es Probleme, die doch größer sind? Im Moment sieht es alles wieder aus meiner Sicht betrachtet sehr gut für Uwe Alzen aus, eben mit 38 Sekunden Vorsprung an Start und Ziel durchgekommen. Wir wissen mittlerweile, damit ist auch gemeint, dass sich gegebenenfalls andere Flüssigkeiten auf der Strecke befinden. Ich glaube, das hat man gerade hier in dieser Kurve erkennen können, dass es dort aus meiner Sicht, aus den Kamerabildern heraus zu erkennen war. Das war eine kleine Spur an Flüssigkeit auf der Strecke haben. Ja, und jetzt muss man natürlich hier das Ganze richten, Safety Car den Führenden einfangen. Uwe Alzen hinter dem Safety Car fahren nach Abschluss der 15. Rennrunde. Und ich glaube, die Lampen am Safety Car, ja, die dürften ausgeschaltet sein. Also wird es jetzt hier den Sprint geben Richtung Zielankunft. 5 Minuten aktuell noch auf der Uhr. Und man darf jetzt erst beim Überfahren der Linie attackieren, darf dann erst um Überholmanöver ansetzen. Das ist in diesem Moment hier die Jagd freigegeben. Alzen wird im Moment von vielen überholt. Hat er hier im Moment ernsthafte Probleme? Ich schaue aber auch immer wieder auf die Rundenanzeige, denn es wurde ja erstmal eine Zeit lang hinter dem Safety Car alles sortiert. Ja, Alzen hat Probleme. Der ist wirklich in verhaltener Fahrt unterwegs, kann gar nicht hier die Pace mitgehen, die momentan vorgelegt wird. Und wer ist derjenige, der die Pace hier vorgibt? Das erste Zielflagge ist in diesem Moment draußen. Somit geht unsere Gratulation an Jürgen Bender auf 1, an Ulrich Becker auf 2. Und wer wird letztendlich der Drittplatzierte? Glüber oder Golz? Wer bringt das Fahrzeug hier auf Platz 3 nach vorne? Es ist Golz im Lamborghini, der hier die dritte Position sein eigen nennen darf. Ja, vielen Dank an unsere Werbepartner. Hier noch einmal das Ergebnis. Jürgen Bender vor Ulrich Becker auf 1 und 2. Der dritte Mann, der das Siegerehrungspodest komplett machen wird, ist Michael Golz. Josef Platz 13, Ralf Glatzel, der schnellste der Division 3 vor Dominik Kruhn und Lukas Baude. Steffen Schwan auf 16 gesamt wird der vierte der Division 3. Rolf Rummel, Henk Thuis, Nick Deisler, beiden letztgenannten leider nicht an der schwarz-weiß gerierten Zielflagge vorbeigefahren. Hat ein bisschen Pech in diesem Wertungslauf Nummer 1 der Spezial Tourenwagen Trophy. Das sind die Harten. Sau gut. Auto hat gehalten. Super hat gehalten. Ist das eklig? Du bist nass. Du, oh,
aber echt, ich bin stolz auf dich. Ich bin 27, du bist 19, ich bin stolz auf dich. Ich bin ziemlich breit. Das glaube ich dir, ja. Ey, weißt du, wie heiß das in dem Auto war? Glaube ich dir. Ich meine, mir ist es sogar heiß und ich saß nicht in einem Auto, was nach dem Mitteltunnel aufheizt oder sonst was. Und ich hatte Heizung an, voll. Und Türen zu, Fenster zu wegen Aerodynamik. Raus Glatzel, dem Ford Fiesta. Da hat sich zum Vorjahr aber noch nichts verändert. Das ist schon fast Gewohnheitsrecht hier. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Platz geht an Dominik Rohn. Die Grundfamilie hier sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Und der dritte Platz geht an unseren Neueinsteiger Lukas Baude, die Mini R50 Cooper S. Nach vielen Problemen im Training hat er das verdient. Herzlichen Glückwunsch. Du kriegst sogar ein paar Sonderwarte. Haben wir es nämlich erleben lassen. Setzt ihr das Ravenor-Käppchen auf und präsentiert eure Pokale und macht fototechnisch ein gutes Gesicht. Ja. So, und jetzt einmal lächeln. Ja, genau. Sehr schön. So, der Samstag ist rum und wir haben gestern, wenn ich mich recht entsinne, haben wir noch gesagt, wir hoffen, dass der morgige Tag genauso erfolgreich wird oder gut wird wie der heutige. Das haben wir gestern gesagt und heute ist der nächste Tag und der war toll, würde ich sagen. Wir haben... Ja, aber das war ja wieder für den Tag darauf und der war gut. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der heutige Tag war echt sehr erfolgreich. Erfolgreicher als erwartet, denn beim Auftaktrennen sind wir trotz einigen Widrigkeiten Dritter geworden. Was uns alle sehr gefreut hat. Und bevor ich jetzt zu viel labere, weil ich wahrscheinlich eh schon zu viel gelabert habe, gebe ich einfach mal das Mikro weiter an den Teamchef. Teamchef. Hallo Philipp. Ja, wir sind Dritter geworden. Wir hatten uns das irgendwo auch etwas erhofft. Es war mit Glück dabei. Trotz anfänglichen Problemen mit unseren Drosselklappen-Potentiometer, wo das Audio im Quali auf einmal anfing rumzuspinnen und wir das Quali damit auch nicht voll nutzen konnten, haben wir jetzt trotzdem noch einen dritten Platz eingefahren. Wir haben den Schaden mittlerweile repariert, hoffen, dass es morgen reibungsloser funktioniert. Das war jetzt schon heute eine ganz schöne Aufregung. Na, und war jetzt kein Stress dadurch reingekommen, aber halt Unruhe bei allen und das Bangen, ob wir überhaupt das Rennen antreten können, ob wir das Rennen durchfahren können. Ja, wir haben uns wurden unsere Grenzen gezeigt, leistungsmäßig. Dort müssen wir sehen, na, was wir in ferner Zukunft vielleicht noch reisen können. Aber im Großen und Ganzen wirklich ein sehr erfolgreicher Tag. Wir sind alle mega happy. Und ja, also Quali heute früh gehabt. Da hatten wir uns schon zu den Zeiten, die wir sonst so gefahren sind, eine Sekunde mehr erhofft. Das haben wir tatsächlich hingekriegt. Also das heißt, wir haben eine neue Bestzeit für uns persönlich hier aufgestellt. Hatten dann halt versucht, vielleicht noch ein bisschen was rauszukitzeln. Dort halt dann das angesprochene Problem mit der Drosselklappe. Auto im Notlauf mussten wir das Qualifying dann abbrechen, konnten es aber dann eben, wie gesagt, noch halbwegs zum Rennen hinbekommen, zum Start von dem Rennen. Da kam der Fehler, ist der Fehler wieder aufgetreten. Den haben wir glücklicherweise löschen können, Auto angelassen. Dann ging es auch, konnten das Rennen, wie man sieht, erfolgreich doch noch beenden. Ja, also bin auch sehr zufrieden. Anspannung war am Anfang natürlich sehr hoch, gerade noch, wenn man so im Hinterkopf hat, dass es im Quali nicht ganz so lief, wegen dem Fehler. Aber ja, das Rennen lief gut. Wir hoffen, dass wir morgen auch unsere Leistung zeigen können. Vielleicht ein bisschen besser dranbleiben. Wir haben heute auch lernen können, dass auch ein Fronttriebler doch durchaus harte Reifen auf der Hinterachse vertragen kann, dass die Weichen bei den hohen Temperaturen einfach, ja, sind die Temperaturen vom Reifen zu warm geworden. Das hat dann am Ende leider nicht mehr so funktioniert, deswegen konnten wir dann nicht mehr allzu gut mithalten mit der Konkurrenz.
Aber es hat trotzdem gereicht, lief gut und denke, wir können stolz sein, das im ersten Rennen so hingekriegt zu haben. Ich finde ja, wir sind als Team gewachsen. Wir haben jeder unsere Aufgaben. Wir wissen, wie die Teamchemie stimmt. Wir wissen, wie wer funktioniert. Wir wissen, dass ich immer aufwasche. Wir hatten heute Gäste. Das war sehr schön. Philipp sein Vati war da. Und Uwes Scheibenlieferant war da. Und ansonsten hatten wir wirklich einen schönen Tag. Mit einer Mischung aus Ruhe, Aufregung, Freude. Ja, und deswegen gibt es jetzt noch ein Bier. Und dann ist Feierabend. Und dann ist Feierabend. Und morgen sehen wir weiter. Morgen geht es ja natürlich weiter. Und genau. Und wir haben uns gedacht, also morgen das Qualifying ist, also das zweite Qualifying eigentlich, das ist 9.30 Uhr. Das heißt, wir hoffen, dass da die Temperaturen noch nicht ganz so hoch sind, weil morgen soll es wieder sehr warm werden. Sodass wir morgen im zweiten Qualifying komplett noch die soften Slicks fahren. Da macht Lukas gleich in den ersten Runden, so schnell er kann, die beste Rundenzeit, die er schafft, bevor die Slicks dann hochkochen. Und morgen im Rennen fahren wir dann komplett hart. Das heißt, ich nehme an, die Reifen, die wir heute auf der Vorderachse haben, kommen dann auf die Hinterachse. Und die neuen harten Slicks, die wir noch dabei haben, die kommen dann auf die Vorderachse. Und dann schauen wir mal, ob Lukas im Gegensatz zu heute noch an den schnelleren Ford Fiestas auch dranbleiben kann, weil das wurde dann ja zunehmend schwer, weil die Hinterachse einfach sehr geschmiert hat. Ja, und genau, wir stehen morgen dann. Das machen wir noch auf, wenn wir aufstehen. Und 9.30 Uhr seid ihr dann wieder dabei zum Qualifying. So, und das war jetzt der Schlusspunkt. Und Schubi kriegt jetzt sein Bier. Und ich hoffe, dass ich nicht friere heute Nacht. So. Mach's gut, ciao.